Windows SharePoint Service mit der MSDE installiert, ist die preiswerteste Möglichkeit. Installationsoption im Small Business Server 2003, hat aber keine Suchfunktion. Dass man mit dem Data View Webpart aber eine Suchfunktion einbauen kann, das will ich Ihnen hier an einem einfachen Beispiel zeigen. Ich habe hier in meiner Seite eine Liste drin. Diese Liste, schauen wir uns mal an, die enthält verschiedene Links zu Office. Ich habe hier verschiedene Links drin gesammelt. Und diese Liste hat diverse Link-Einträge. Sie sehen, also es sind hier 57, also weit über 150 Einträge. Und diese Liste möchte ich jetzt durchsuchbar machen. Wie mache ich das? Okay. Also, das Erste, was ich brauche, ist ein Formular. Und ich möchte mir das jetzt diesmal sogar ein bisschen ein wenig hübscher machen. Das heißt, ich gehe mal hier in die Layout-Tabellen, baue mir erstmal hier oben einen Eingabebereich ein. So, hier mache ich einen Eingabebereich. Und hier drunter mache ich dann den Ausgabebereich. Machen wir das einfach mal so. So, einfach mit Layout-Tabellen gezeichnet. Jetzt gehe ich hier und füge mir hier oben einen Webpart ein. Und was nehme ich dort? Ich nehme das Formular-Webpart. So, dieses Formular-Webpart, das nenne ich nachher Suche. Okay. Damit ich mich suche. Und die Eingabeparameter ist der Bewert T1. Entschuldigung. So, und im unteren Bereich, dort möchte ich meine Liste durchsuchen. Dazu brauche ich jetzt eine Datenquelle und suche meine Liste hier als Datenquelle auf. Die lasse ich mir einfach anzeigen. Office 2003 links ist meine Liste. Wir sehen das hier nochmal. Also meine Datenquellenkatalog, die SharePoint-Liste ist der Office 2003 links. Und ich lasse mir die Seiten einfach mal anzeigen, die Daten, die hier drin sind. So, Gruppe, Untergruppe, URL, Kategorie. Kategorie möchte ich nicht haben, aber diese drei, vier Dinge möchte ich haben und ziehe die dann einfach per klicke die drei an und sage dann einfach Datenansicht einfügen. Jetzt fügt er mir eine entsprechende Datenansicht ein. Ich könnte mir jetzt hier eine entsprechende Formatvorlage aussuchen. Ja, oder so. Okay, aber ich lasse mal diese Standardeinstellung hier stehen. So, dann gehe ich her und baue für diese Liste einen Filter ein und sage, okay, schauen wir uns die Filterkriterien nochmal an. Wenn der Name enthält, und zwar den Eingabeparameter aus dem Suchfeld, ja, oder, was können wir noch durchsuchen, die Gruppe enthält den Eingabeparameter. Das heißt, der Eingabeparameter, das werden Sie gleich sehen, oder die Untergruppe. Haben wir sie, die Untergruppe enthält einen Eingabeparameter. Okay, ist auch oder. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe praktisch Filterkriterien für dieses Webpart, das aus der Office 2003 SharePoint-Bibliothekliste besteht, festgelegt, Name, Gruppe, Untergruppe und lasse diese filtern durch einen Eingabeparameter. Und gut, wo wird der Eingabeparameter herkommen? Der wird aus dem Formular-Webpart herkommen. Gut, jetzt zeigt er mir nichts an, weil der Webpart leer ist. Was ich jetzt noch machen muss, ist die Wache verbinden. Das mit dem verbinden. Und das geht wieder über die Webpart-Verbindung. Ich sage nämlich, den Formular-Webpart, der soll die Werte bereitstellen. Wofür? Für ein anderes Webpart auf dieser Seite. Genau. Welches Webpart ist das? Ja, wir haben ja nur eins auf dieser Seite. Und dort soll er die Ansicht ändern mit Argumenten aus. Das heißt, die Argumente, den Wert des Formulars, was ich eingegeben habe, möchte ich auf der anderen Seite darstellen. Wie verbinde ich das? Welche Formulare sind das? Ich verbinde die beiden miteinander. So, bedingte Formatierung im Formular-Webpart einrichten, machen wir das so. Jo. Und auch wenn Sie es kaum glauben werden, wenn es auch etwas spartanisch aussieht, ich nehme das Ganze mal. Search.aspx. Ja, auch wenn das ja relativ spartanisch aussieht, die Sache. Ich gehe mal in die Browservorschau rein und gebe hier einfach mal ein Infopass, klicke auf die Suche und schwuppdiwupp hat er mir hier unten eine Suche ausgespuckt, in der alle Listeneinträge mit drin sind. Fragen wir mal, ob er was zu SDK weiß. Ja, kennt er den Infopass SDK. Fragen wir ihn, ob er was zu WSS weiß. Ja, kennt er auch. Ja. Und damit habe ich eine ganz einfache Suchfunktion eingebaut, ohne MSD, ohne alles, indem ich einfach nur dieses Data View Webpart teste. Wieder ein Beispiel dafür,
mit welches mächtiges Instrument man mit diesem Data View Webpack zur Verfügung hat.